So, schön, dass ihr da seid. Wir haben, ich habe das 1-Million-Dollar-Kabel gefunden, was an jedem Beamer funktioniert. Wir sind jetzt fertig mit dem Kabelproblem. Tatsächlich ist das Kabel das Einzige, was an jedem Beamer funktioniert, den ich bedient habe. Ihr seid reichlich da. Wir haben leider Frauenmangel. Warte mal, du musst jetzt die ganzen Frauen repräsentieren. Die anderen alle sind nicht da, leider. Ich habe Folgendes vor heute. Wir hatten eine Evaluation, da gibt es Ergebnisse, da sollten wir mal durchgehen. Dann machen wir im selben Foliensatz weiter, wie versprochen. Und der Foliensatz, den habe ich jetzt nicht vergrößert. Das ist der Foliensatz, der eigentlich für Mittwoch gedacht war, wo wir aber am Anfang die Evaluation hatten. Und dafür, wenn Zeit übrig bleibt, und ich hoffe, Zeit bleibt übrig, machen wir heute noch viel Gruppenprogrammierung. Aufgrund des Feedbacks kann ich euch schon sagen, dass wir heute vielleicht wirklich mal eine Gruppenprogrammierung machen. Das heißt, wenn ihr genug Laptops habt, könntet ihr euch in zwei, drei Gruppen zusammensetzen und vielleicht mal 10 Minuten mit der Gruppenprogrammierung selber machen und dann zurückkommen, dass wir sie besprechen. Ja, das war eines der Feedbacks, so hey, mal ein bisschen Zeit geben für die, die unterschiedliche Geschwindigkeit haben, dass die auch mal selbst über ein Problem nachdenken können, statt immer nur die, die ein bisschen besser programmieren können, die hauen immer die Antworten rein. Und dann geht es immer sehr schnell weiter. Es ist immer die Geschwindigkeit der Leute, die die Antwort kennen. Insofern, heute machen wir dann mal eine Gruppenprogrammierung. Mal schauen, wie es läuft. Hi. Recap vom Mittwoch ist ziemlich einfach. Wir haben über Klassen gesprochen. Das wisst ihr alles. Das werden wir auch gleich alles sehen. Klassen haben Attribute. Ja. Klassen umhüllen Attribute. Wir haben von Autos gesprochen und ihnen ein paar Attribute gegeben. Wir haben gesehen, dass es Attribute gibt, die sich vielleicht nicht ändern. Also ob ein Auto ein Schiebedach hat. Na? Aber die Geschwindigkeit von einem Auto ist sicherlich was Veränderliches, wie der Batteriestand bei einem Handy. Wir haben gesehen, wie wir aus diesen Klassen, die ja Baupläne sind, mehrere Objekte erzeugen können, also quasi aus der Schablone ein Objekt erzeugen können mit New. Wir haben auch gesehen, dass es so etwas gibt wie Konstruktoren, kommen wir gleich zu. Wir haben aber auch gesehen, dass wir Methoden haben können innerhalb einer Klasse, also nicht nur die Attribute, sondern die Klasse ist auch die Hülle für Methoden. Und Methoden sind eher Dinge, die eine Klasse tun kann. Bremsen, Gas geben im Fall eines Autos, angehen, ausgehen, neu starten, App starten, was auch immer, abstürzen, wäre es bei einem Handy. Und die Konstruktoren bei einer Klasse sind dafür da, so also wie es heißt, Konstrukt, so ein Objekt zu bauen. Das heißt, das passiert bei der Erstellung eines Objekts, werden Konstruktoren ausgeführt. Man hat immer einen Konstruktor, wenn man nichts schreibt, also wenn die Klasse so aussieht, habt ihr immer diesen einen Konstruktor ohne Parameter. Konstruktoren aufzurufen hinter dem New funktioniert so, dass man den Namen der Klasse übergibt und kein Parameter. Das ist wie eine Art Methodenaufruf, sieht so aus, ne, mit den Klammern, dass man eine Methode aufruft, aber es ist hier, ne, ihr seht es ja, Bremsen hat ja auch Klammer auf, Klammer zu, genauso wie System Out Printline Klammern hat oder Scanner Next Line Klammern hatte, das sind Methodenaufrufe. Und Konstruktor sieht ähnlich aus, hat aber eine spezielle Bedeutung, ist zum Bauen der Objekte. Wieso braucht man die? Man möchte manchmal Objekte bauen, die mit festen Werten starten, also mit definierten Werten starten und nicht mit undefinierten. Man kann es natürlich auf zwei Weisen machen. Man kann hier oben schon Default setzen, aber kann dem Aufrufenden, also demjenigen, der das Objekt erzeugt, die Möglichkeit bieten, das Auto gleich rot anzustreichen. Okay. Ich hatte letztens die Frage, wenn es einen Konstruktor gibt, gibt es einen Destruktor? Das bedeutet beim Kaputtmachen oder beim Töten des Objekts. Den gibt es in Java nicht. In anderen Programmiersprachen gibt es Destruktoren, in Java nicht. Ein Destruktor, könnt ihr euch vorstellen, ist der letzte Moment, um Sachen aufzuräumen, bevor das Objekt zerstört wird. In Java muss man das anders geben. Wir haben auch gesehen, dass die Konstruktoren sozusagen genauso wie bei Methoden Parameter
haben können. Das sieht genauso aus wie andere Methoden, die wir geschrieben haben, die einen Parameter kriegen, sind dieselben Regeln mit den Parametern. Gut, und wenn wir einen Konstruktor definiert haben, dann gibt es diesen Default-Konstruktor nicht mehr. Und deswegen können wir ihn auch nicht aufrufen. Wir können ihn aber wieder schreiben, also einen Konstruktor ohne. Das bedeutet aber auch, dass wir mehrere Konstruktoren haben können. Also nicht nur einmal hier Auto 4, sondern daneben könnten wir noch ein Auto 4 haben und noch ein Auto 4 und noch ein Auto 4. Hauptsache, die Variablen sind unterschiedlich, wie bei dem Überladen von Methoden. Ja, also wenn ich Float-Float habe, zwei Konstruktoren mache, wird es nicht funktionieren, das kompiliert nicht. Gut. Wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren, war das Thema Modifier, Sichtbarkeit. Und da geht es um das Ganze, den ganzen Teil, den ich euch nicht erzählt habe und den ihr bisher hinnehmen musstet. Alles, was ich rot gemacht habe, haben wir bisher einfach nicht hingenommen. Ne? So steht da Public, Private, Static, Final, Private. Also gibt es ein paar Schlüsselwörter, die wir verwendet haben, aber nicht erklärt haben. Und das wollen wir jetzt langsam machen. Wir werden heute nicht alles schaffen. Es ist auch zu komplex, um es in 10 Minuten zu erzählen. Wichtig ist, dass es zwei Klassen gibt. Die einen sind für Sichtbarkeit, das sind diese Public-Private-Dinger. Und die anderen, da geht es so ein bisschen darum, wie lange existiert etwas, wo existiert es im Hauptspeicher und darf man es verändern. Ja, besprechen wir gleich. Also die sind per se erstmal unterschiedlich. Dinger stehen zwar nebeneinander, aber sind von einer anderen Kategorie. Public und Private, da geht es darum, Sichtbarkeiten zu haben. Sichtbarkeit heißt, stellt euch wieder diese Klasse vor, Auto, mit ihren Attributen. Hier ist es jetzt zum Beispiel die Klasse Main mit dem Attribut P. Vorhin war es Auto mit Geschwindigkeit. Und jetzt ist die Frage, diese Klasse stellt wie so eine Art Hülle dar. Und dann gibt es die Außenwelt. Der Programmierer, der die Klasse benutzt, oder eine andere Klasse, die diese Klasse benutzt, oder irgendwas. Die Frage ist, was kann man von außen sehen? Kann ich eure Organe sehen? Eure inneren Organe? Nein. Aber ich weiß, dass sie da sind, und ich weiß, dass, wenn sie nicht da wären, ihr nicht funktionieren würdet. Aber ich sehe sie nicht. Ja, die sind vor mir verborgen, optisch verborgen. Aber ihr braucht sie, um zu funktionieren, um quasi Mensch zu sein oder zu funktionieren, zu leben. Und genauso ist es auch, dass man Attribute in einer Klasse private machen kann. Das bedeutet, nur die Klasse selbst kann diese Attribute sehen und mit ihnen arbeiten. Zum Beispiel sie ändern oder lesen. Aber die Außenwelt, eine andere Klasse, die Main, ein anderer Programmierer, sieht dieses Attribut nicht. Also er sieht natürlich das Attribut oder sie, wenn er den Source Code liest. Wenn er den Source Code hat, dann kann er sehen, da ist ein Attribut. Was ich meine ist, ob es einen Kompilierfehler gibt, wenn jemand versucht, auf das Attribut zuzugreifen. Und da gibt es einen Kompilierfehler. Kriegen wir auch gleich, sehen wir das. Darum geht es um das Thema Private und Public. Und Public ist das Gegenteil. Hier ist ein Attribut, das darf jeder sehen und jeder ändern. Zum Beispiel Otis Haare. Ja? Sieht man, wenn ich jetzt hingehen würde, würde ihm nicht so gefallen. Mit der Schere, ich kann es sehen, ich kann es ändern. Otis Niere wird schon schwieriger. Das heißt, so ein bisschen hiding. Ne? Manche Sachen sind öffentlich zugänglich und veränderbar. Und manche Sachen sind nicht zugänglich. Wir wissen aber, dass sie da sind, sonst würde es nicht funktionieren. Da geht es darum. Es gibt noch einen dritten, der Default, und einen vierten, der Protected. Brauchen wir jetzt nicht. Man kann Public, Private weglassen und dann hat es ein anderes, also ganz weglassen, also nicht, sich nicht äußern, weder Public noch Private, und es hat dann andere Eigenschaften. Kriegen wir mal in den nächsten Vorlesungen, aber ihr habt es zur Vollständigkeit. Was ihr braucht, ist Private, Public als Verständnis. Und denkt an den Menschen, und das Beispiel ist vielleicht ganz gut, vielleicht findet ihr selbst andere Beispiele, wenn ihr das jemandem erklärt, also Dinge, die öffentlich zugänglich und veränderbar sind und Dinge, die nicht zugänglich. Und die Modifier, da geht es darum, ist etwas veränderlich, final. Also wenn ich ein final int foo definiere, normalerweise brauchen wir kein final davor. Wenn ich aber final davor schreibe, kann ich den Wert nicht mehr ändern. Ich kann nicht, als in der nächsten Zeile darf ich nicht schreiben foo gleich 7.
Das wird verhindert, indem ich Final dahin schreibe. Wieso sollte man so etwas tun? Naja, als Programmierer weiß man vielleicht, dass es Variablen gibt, die eher Konstanten sind. Das ist halt so. Ja? Gravitation 9,81 auf der Erde oder Pi oder sowas. Und das muss man nicht ändern. Das will man auch nicht, dass es jemand ändern kann. Man will sich selbst davor schützen, dass man um 3 Uhr morgens getrunken oder bekifft diese Variable ändert. Und da kann man Final davor schreiben. Ist in bestimmten Umständen sehr guter Stil, dass man so viel wie möglich Final macht und erst anfängt, die Dinger wegzunehmen, wenn man sie wirklich ändern will. Eure Entwicklungsumgebung, die wir irgendwann einsetzen, ich glaube, das wird jetzt der Dauerspruch, machen wir wirklich bald, der kann auch so eingestellt werden, dass er diese Finals einfach immer automatisch davor hängt und ihr könnt sie aber wegnehmen, sodass ihr erstmal sozusagen so viel wie möglich unveränderlich habt. Wieso ist es wichtig, so viel wie möglich unveränderlich zu haben? Na, stellt euch vor, ihr fahrt in einem Auto und die Räder und das Lenkrad und so sind veränderlich. Das Rad kann abfallen, das Rad kann dranbleiben. Das Lenkrad kann seinen Radius ändern, die Frontscheibe kann mal matt sein, mal durchsichtig sein und es verändert sich je nach Wetterlage. Ist nicht cool. Es ist gut, wenn man sich auf bestimmte Dinge verlassen kann, dass die so bleiben, wie sie sind. Und mit Final kann man so etwas machen. Erstmal nur, dass ihr es wisst. Static ist ein anderes Monster. Static ist folgendes. Was eine Klasse ist, wisst ihr jetzt. Also ihr wisst zwar nicht genau, was es ist, aber ihr habt jetzt alles, was ihr gesehen habt, ist, es ist ein Bauplan. Okay. Dann wissen wir, dass wir von den Bauplänen mehrere Objekte erzeugen können, quasi dessen Kinder oder dessen Produktion. Wenn man eine Variable static definiert, existiert sie über alle Objekte hinweg einmal. Das heißt, die teilen sich alle, diese eine Variable, und die gibt es auch nur einmal. Das heißt, wenn etwas den Wert 7 hat, dann ist es in jedem Objekt, wenn man auf die Variable zugreift, 7. Wenn ein Objekt es ändert, ist es für alle geändert. Das bedeutet static. Static heißt, verschiebe es aus den Objekten in die Klasse und behalte es auch einmal nur, weil die Klasse gibt es einmal, und jedes Objekt sozusagen kann darauf zugreifen und es ändern. Aber das hat natürlich auch seine Risiken. Ja, wenn ihr irgendein Objekt habt, was die Geschwindigkeit, wenn die Geschwindigkeit eines Autos static wäre, was wäre das Problem? Und ihr erzeugt 3 Objekte. Also ihr erzeugt 3 Autos, jedes hat eine Geschwindigkeit, also das Attribut Geschwindigkeit, aber das ist static. Wieso ist das falsch und merkwürdig? Ja. Weil? Ja. Richtig. Das ist richtig. Ich glaube aber, du meinst Final und nicht Static. Genau. Das ist ja in Ordnung. Damit spielen wir. Was du meintest ist, du hast die Antwort auf die Frage gegeben. Ich komme gleich zu dir. Die Antwort auf die Frage, was wäre, wenn ich die Geschwindigkeit Final machen würde? Und die Antwort ist, hat er gesagt, wäre ja doof, wenn die Geschwindigkeit 100 ist und der Wagen immer 100 fährt, kann man nicht aussteigen. Richtige Antwort. Nun zu der anderen Frage, was wäre, wenn die Variable static wäre? Richtig. Wenn ein Auto 20 fährt, müssten alle Autos 20 fahren, weil die Variable gibt es über alle Objekte nur einmal. Das bedeutet static. Es ist irgendwie so global. Und die Geschwindigkeit kann über verschiedene Autos hinweg nicht global sein. Es gibt wenig globale Sachen in unserem Universum, so C, eulerische Konstanten. Es gibt so ein paar Naturkonstanten, die sind tatsächlich konstant über alle Objekte im Universum und wir glauben auch über alle Entfernungen hinweg, an jedem Ort des bekannten Universums sind manche Dinge static. Der Rest ist nicht static, das heißt, hängt von Objekt ab. Ja, bitte, du. Aber wenn jetzt eine static definiert wird, dann geht es ja für alle Objekte, ne? Ja. Kann man dann aber dann im einzelnen Objekt dann das Static nochmal abändern und dann werden alle anderen Objekte dann auch noch abändern? Okay, ich wiederhole die Frage, das habe ich übrigens letztes Mal vergessen. Ihr müsst mich daran erinnern, für die Aufnahme, weil mein Mikro immer noch nicht da ist. Muss in China produziert werden anscheinend, kommt noch. Die Frage war, wenn man etwas static definiert hat und es gilt für alle Objekte, kann man dann für ein bestimmtes Objekt vom static wieder abweichen?
Ja, kann man das wieder wegnehmen? Nein, kann man nicht, weil du das ja zur Kompilierzeit als Source Code schreibst. Das Static ist da, weil du es hingeschrieben hast und das ist so kompiliert, das kann sich nicht mehr zur Laufzeit des Programms ändern. Also ein Java-Programm kann sich nicht selbst verändern. Also wir, irgendwann im zweiten Semester finden wir noch einen Weg, dass es sich leicht verändern kann, aber per se kann sich ein Java-Programm. Das bedeutet, die Geschwindigkeit statisch zu machen, das bedeutet über alle Objekte hinweg global, ist eher ungeeignet. Weil jedes Individuum, jedes Auto braucht seine eigene Geschwindigkeit und es darf nicht über alle Autos gleich sein. Hingegen kann man, wie gesagt, könnte man sagen, wenn man eine Autosimulation machen will und eine Physik-Engine schreiben will und die Gravitation braucht, 9,81 auf der Erde, könnte man diese Variable static machen, weil 9,81 gilt für alle Autos. Wenn wir ignorieren, dass wir am Südpol und am Äquator leicht andere Gravitation haben, dann wäre das zum Beispiel ein Beispiel für Static, was auch so ist. Beantwortet das erstmal deine Frage? Also du kannst nicht davon abweichen. Ja, die Frage war, was ist das Gegenteil von Static und zwar Static weglassen. Das bedeutet, wenn ich schreiben würde Private Final P, dann würde jede Instanz von MyMain oder Auto ein eigenes P haben. Aber wenn ich das auch noch Final markiert habe, also Private Final P, hat zwar jeder sein P, aber keiner kann es ändern. Ob das Sinn macht, ihr seid die Götter in eurem Code, ihr entscheidet das, aber etwas Final zu machen ist gut, aber ihr müsst dann wissen, dass ihr es dann nicht mehr ändern könnt. Ja. Ja, ihr stellt wirklich die besten Fragen, die man sich vorstellen kann, weil ihr alle Varianten durchgeht, was schiefgehen kann. Finde ich super. Also macht einfach weiter so. Die Frage war, ist das Static nicht überflüssig, wenn wir das Final, nee, ist das Final nicht überflüssig, wenn, genau, also ist das Static nicht überflüssig, wenn wir ein Final haben? Prinzipiell hast du recht. In dem Fall, wenn wir eine Variable definieren, die Final ist, unveränderlich ist, dann brauchen wir kein Static. Manchmal wird Static tatsächlich zur Kommunikation zwischen Objekten eingesetzt. Ich ändere die Variable so, dass es alle anderen wissen, dass ich was getan habe. Also wenn sich 5 Autos koordinieren wollen und einer darf ins Parkhaus, also in einen Parkslot, wer als erster die Variable auf Parkslot besetzt, ne, ist dieser Parkplatz besetzt, ja, nein, das ist Static. Erstes Auto fährt rein und sagt, besetzt. Alle anderen müssen es wissen, weil die müssen sich was anderes suchen. Da könnte es sein, dass es sogar Sinn macht, Static zu haben, aber nicht Final. Man kann natürlich Final haben und nicht Static, dann hat jeder die Variable für sich, kann sie aber nicht ändern, auch okay. Und so ein Static-Final, die Kombination wird oft für Konstanten verwendet, weil man sagt, komm, ich will auch nicht Hauptspeicher verbrauchen, ich brauche keine 3000 Kopien von Pi, in jedem Objekt würde ja dann Hauptspeicher verbraucht werden. Ja, das würde ja überall würde es ein Pi geben, was denselben Wert hat. Deswegen macht man Static und sagt, erstens ist es Static, weil nicht jeder hat sein eigenes Pi. Und zweitens ist es Final, weil wir wollen auch nicht, dass jemand die konstante Pi ändern kann. Also was du sagst mit einem Pointer ist quasi, damit alle anderen verstehen, diese Variable, die dann gleich New Auto. Dieses Ding ist ja nicht das Auto selbst, sondern nur eine Variable, mit der man auf dem Auto was tun kann. Das ist eine Referenz in Java. Und das wäre jetzt das, was du in C++ als Pointer sehen würdest. Das ist im Prinzip, der zeigt auf ein Objekt. Ja. Aber das hat jetzt erstmal mit Static und Final per se noch nichts zu tun. Ja. Also, ja, welche Varianten sind wir durchgegangen? Habt ihr jetzt mitbekommen? Jetzt gibt es natürlich noch mehr Spaß. Static und Final kann man nicht nur an Attribute ranken. Man kann manche dieser Modifier an Klassen, Methoden und Attribute rantun. Manche kann man nur an Attribute und Methoden rantun. Und da gibt es eine wundervolle Tabelle dazu. Der Compiler ist auch euer Freund, wenn ihr denkt, ihr könnt das tun und könnt es dann nicht tun. Was aber eine Static Class ist, will ich heute nicht besprechen. Gibt es aber. Was eine Final Methode ist, will ich heute auch nicht besprechen, dafür brauchen wir ein anderes Konzept, was die Vererbung ist, aber das kann man grundsätzlich. Ja? So,
Also ihr habt jetzt erstmal rausgefunden, wieso das alles dasteht oder schon immer dastand. Und eine Klasse zum Beispiel, die nicht public ist, die sieht keiner. Die kann auch keiner aufrufen. Da kann auch keiner, also wenn die Main nicht public wäre, dann könnte die Java-virtuelle Maschine diese Klasse nicht sehen und sie nicht aufrufen. Die muss public sein. Sonst kann das Programm nicht starten. Ja. Genau, public und private. Die Frage war, sind public und private die Access Modifier? Genau, die Zugriffsmodifizierer, direkte Übersetzung, sind private und public. Ja. Alles gut. So. Das sind jetzt erstmal so Werkzeuge, ne? Schlüsselwörter. Die Frage ist, wann verwende ich sie? Was ist der Sinn dahinter? Was kann man damit alles tun? Ein paar Sachen haben wir gerade geklärt durch eure Fragen. Ja? Konstanten, unveränderlich, über alle Objekte hinweg oder nicht, ja? Haben wir geklärt. Aber ein Prinzip ist sehr wichtig. Und da kommen wir so langsam in Richtung dieser Eigenschaften der Objektorientierung, Objekte, Klassen und so weiter. Und zwar diese Kontrolle, dieses Geheimnisprinzip. Wir haben über Nieren und Innereien gesprochen und über Haare. Das Geheimnisprinzip ist sowas wie meine Steuererklärung, ja, ist irgendwie geheim für mich, zumindest in Deutschland. Nicht in Schweden, da ist sie von allen öffentlich, kann jeder einsehen, von seinen Nachbarn. Aber in Deutschland ist das geheim. Und das Geheimnisprinzip kann mit diesen Access-Modifiern, Public und Private, umgesetzt werden. Was ist also das Geheimnisprinzip? Ich lese jetzt einfach nur vor, das heißt Information Hiding. Zitat, vom Innenleben einer Klasse soll der Verwender ist zum Beispiel der Programmierer, der die Klasse verwendet, in einem anderen Kontext. Ihr schreibt eine Klasse, die heißt Auto, jemand schreibt eine Klasse, die heißt Autobahn und auf seine Autobahn will er 20 Autos rauftun. Ja, so. Und ihr Autobahn möchte jetzt mit den Autos was machen. Vom Innenleben einer Klasse soll der Verwender, gemeint sind sowohl die Algorithmen, die mit der Klasse arbeiten, das heißt, wenn ich zum Beispiel den Radius eines Kreises berechne, brauche ich Pi, ne, vielleicht von einer anderen Klasse, als auch der Programmierer, der diese entwickelt, möglichst wenig wissen müssen. Erstmal, bevor wir weiterlesen, wieso ist es gut, so wenig wie möglich zu wissen über etwas im Leben? Noch nicht mal in Klassen. Einfach allgemein. Wieso ist es gut, wenig zu wissen, statt viel zu wissen? Ja. Naja, also, Also die Antwort war Menge, Komplexität, also Quantität, Informationsfülle. Ja, das ist das eine. Das zweite ist auch, dass es vielleicht die Frage ist, was muss ich wissen, um mit diesem Objekt zu interagieren. Mit Objekt meine ich zum Beispiel euch. Was muss ich über euch wissen, damit wir Programmieren 1 machen können? Eure Kleidergröße? Nee. Eure Hobbys? Depends. Ja? Wenn ihr nämlich nicht privat programmiert und das Feuer noch nicht entfacht ist fürs Programmieren, eigene Projekte und so, und das im zweiten und dritten Semester nicht, dann müssen wir gucken, why. Also das könnte also Sinn machen, ob Programmieren auch zum Hobby wird langsam. Aber hingegen gibt es andere Informationen, die mich nichts angehen. Das kommt auch hinzu. Nicht nur, dass ich sie nicht wissen brauche, ich sollte sie vielleicht nicht wissen. Ne? Ob ihr einen Kinderwunsch noch habt. Das geht mich einfach nichts an in diesem Kontext. Und das ist Information Hiding. Das ist eine Information, die existiert in euren Köpfen. Die geht mich aber nichts an. Nicht, weil ihr nicht verschlossen seid oder nicht kommunikativ seid, sondern weil es in unserem Kontext keine Rolle spielt. Und Information Hiding ist genau das. Nächster Satz. Durch die Kapselung werden nur Angaben über das Was, Funktionsweise, Programmierer, Machübung 6, Machübung 7, das ist eure Funktionsweise in diesem Kurs, ihr müsst funktionieren, einer Klasse nach außen sichtbar, aber nicht das Wie. Mir ist eigentlich recht egal, wo ihr die Übungen löst, in der Übungsstunde, zu Hause, in der Bahn, auf einem Handy, habe ich auch schon ein paar Spezies gesehen, auf einem Laptop, auf einem iPad, das Wie sollte mir ja vollkommen egal sein. Außer, das Wie ist, dass ihr die Lösung vom Nachbarn kopiert und einreicht. Das ist das Einzige, was mich wahrscheinlich an dem Wie interessiert. Aber was ihr tut, ist mir unheimlich wichtig. Und vor allem das Warum. Ja, das steht hier jetzt nicht. Macht ihr es nur, weil ich es euch aufgebe? Oder
versteht ihr, dass Programmieren wichtig ist. Also, Geheimnisprinzip, ganz wichtig. So, das Geheimnisprinzip, da wollen wir so wenig wie möglich sozusagen preisgeben von einer Klasse. Was aber auch heißt, dass wir in einer Klasse per se erstmal alles idealerweise paranoid private machen würden. Alle Attribute sind private, bis uns jemand was anderes erzählt. Klar, also jetzt sind sie da nicht private, ne? Also ihr vertraut euren Augen, da steht auch schon public drin. Aber das hier würde dem Geheimnisprinzip nicht widersprechen, aber man würde sich fragen, wieso ist dieses Attribut public? Das Problem nämlich, wenn etwas public ist, zum Beispiel die Farbe, ist, dass während ihr so rumfährt als Auto, ihr denkt euch nichts, ihr seid gemütlich auf der Autobahn, selbstfahrendes Auto, plötzlich, ohne dass ihr es erfahrt, habt ihr eine neue Farbe. Irgendjemand hat euch eine neue Farbe gegeben. Oder, noch schlimmer, ihr von 120 seid ihr auf 0 runtergegangen, in einer Sekunde. Ja, und geht kaputt oder sowas. Woran lag das? Das lag daran, dass euer Konstrukteur eure Attribute Geschwindigkeit und Farbe public gemacht hat für die Außenwelt. Jeder, an dem ihr vorbeigefahren seid, konnte eure Farbe ändern. Unnötig. Braucht keiner von euch. Ja? Klar, wenn man es umlackieren will, ja, dann macht es vielleicht Sinn, die Farbe zu ändern. Aber nicht per se erstmal für jeden offen und so weiter. Vielleicht will man aber auch nicht, wenn man rot ist, will man vielleicht nicht blau werden und sagt, ich will im rötlichen Bereich bleiben. Vielleicht will man sich selbst davor schützen. Also auch das kann die Lösung sein. So, das war jetzt erstmal ein Beispiel. Ich weiß, meine Beispiele, keine Ahnung, ob die euch, für euch Sinn machen, aber ihr müsst mir das sagen. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber das war jetzt vielleicht ein Blick in die Zukunft, wenn Autos rumfahren. Genau. Es gibt aber einen Weg, das Geheimnisprinzip zu wahren und dennoch meine Klasse nicht sinnlos zu machen. Weil wenn eine Klasse nur Private-Attribute hat und keine Methode hat, dann ist sie nicht so richtig existent. Das ist wie Schrödingers Katze in dem Kasten. Ja, toll. Keine Ahnung, ob es drin ist. Weiß nicht, ob es drin ist. Wir können drüber reden. Aber ich müsste eigentlich was damit tun können. Schütteln, aus dem Fenster werfen und gucken, ob es Glitch macht. Irgendwas, damit ich damit interagieren kann. Wenn eine Klasse nur private Attribute hat und sonst nichts, dann kann ich sie auch löschen. Die tut nämlich gar nichts in der Regel. Aber wir können eine Tür nach außen öffnen. Wir können sogenannte, die heißen jetzt Getter und Setter, aber was das eigentlich ist, ist der Zugang zu meinem Objekt, aber der kontrollierte Zugang. Ja? Das wäre jetzt im Falle von, welches Beispiel nehmen wir? Im Falle von dem Ändern einer Farbe wäre das so, dass ich sage, du darfst meine Farbe ändern, wenn du einen bestimmten Code ins Terminal eingibst, diesen geheimen Code von mir, 3333. Dann darfst du die Farbe ändern. Aber ich will, dass es sozusagen möglich ist, will mich aber davor schützen. So. Wie mache ich das? Konzeptionell? Ich nehme eine Methode, die in der Lage ist, ein privates Attribut zu ändern. Anzahl von Türen darf eigentlich keiner ändern, von außen. Aber von außen darf jemand eine Methode aufrufen. Ich glaube, ich habe gerade die markiert, entschuldigt, ich meinte die. Ja? Von außen kann jemand Set Anzahl von Türen aufrufen mit einem Int, das ist eine normale Methode, die dann aber in der Lage ist, die Türen zu ändern. Jetzt kommt ihr und sagt, naja, wenn ich jetzt doch wieder das von außen ändern kann, dann hätte ich es ja auch gleich public machen können. Ja, also wenn das Ding jetzt mit einer Methode änderbar ist, dann ist es ja auch gleich public, weil jetzt kann ja wieder jeder die Anzahl der Türen ändern. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass ihr hier jetzt jederzeit Code schreiben könnt, die euer Objekt davor schützt, dass es Blödsinn ist. Ja, also Anzahl von Türen 4 kann man vielleicht auf 2 gehen, aber nicht auf minus 17 oder überhaupt 0 oder minus und auch nicht höher als 30. Nehmen wir mal an, das gäbe so eine Regel. Ja, ich habe sie jetzt gerade erfunden. Anzahl von Türen, meinetwegen nicht mehr als 8, immer nur ein Vielfaches von 2 plus 1, wir haben ja ein Pack, und aber nicht weniger als 1. So. Wenn man das machen will, dann kann man natürlich diese Methode als Gatekeeper, als
Schutz eures Objekts einsetzen, die Regel dort implementieren und auch sagen, mache ich nicht. Verboten, was du da machen willst. Mit einem Attribut wäre das nicht möglich. Wenn ihr das Attribut öffentlich macht, kann ich einfach schreiben, Punkt, Anzahl Türen gleich 7, ohne dass ihr das kontrollieren könnt. Ihr könnt nicht euch davor schützen, dass ich Blödsinn baue. Das sind sozusagen Setter. Ja, und Getter genauso. Wenn ihr mir nicht sagen wollt, wie es euch wirklich geht, sagt ihr mir meistens, hi, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, das ist euer Getter. Ihr versteckt euren inneren Zustand die meiste Zeit gegenüber euren Mitmenschen, vielleicht gegenüber eurem Partner nicht oder euren Eltern oder eurer Katze, aber in der Regel habt ihr irgendeinen inneren Zustand, es geht euch gut, sehr gut, scheiße, weiß nicht. Und dann, wenn man euch fragt, sagt ihr, gut, das ist euer Getter. Ja? Vielleicht sagt ihr auch manchmal, geht so. Aber ihr entscheidet, was ihr mir für eine Information gibt. Und wenn ich sage, gib mir die Anzahl von Türen, ist das jetzt trivial. Das gibt mir einfach die Anzahl von Türen, 4, 8, 17. Ihr müsst euch vorstellen, das Konzept geht weiter als dieser Code. Ihr könnt entscheiden, wie ihr diese Information präsentiert. Ihr könnt auch lügen. Ja, ein Kaffeeautomat kann sagen, oder nee, nicht Kaffeeautomat, viel besseres Beispiel, Flugbuchungen. Und du sagst, wie viele Plätze sind denn noch frei im Flugzeug? Wenn das Ding die Wahrheit sagen würde, würde es sagen 4. Es wird aber sagen 20. Doppelbuchungen zulassen, weil immer so ein paar Leute nicht kommen. Das Problem lösen wir später. Machen alle Fluggesellschaften. Doppelbuchungen, Überbuchungen und dann vor Ort kommen immer ein paar nicht. Und dann finden wir schon Platz. Und wenn jemand wirklich gar keinen Platz findet, kriegt er halt so einen Erste-Klasse-Flug. Lalala. Am Ende lohnt sich's. Das heißt, der Getter für wie viele freie Plätze hat dieses Flugzeug im Reservierungssystem lügt. Ja. Also das heißt, man könnte jetzt explizit in dem Beispiel bei Getter statt Variable Anzahl von Türen zurückzugeben, aber 3 haben. Ja, da könnte man sagen, ich habe 3. Beweist das Gegenteil. Also, ihr wisst, ihr werdet irgendwann Programme schreiben, die wirklich einem Sinn folgen. Diese Codebeispiele können keinem Sinn folgen. Die sollen euch das generelle Konzept vermitteln und ihr werdet dann hoffentlich in der Lage sein, wenn es mal soweit ist, es anzuwenden. Und es sollte hoffentlich nicht das erste Mal im Job sein. Ihr müsst zu Hause probieren und trainieren. So, man könnte jetzt noch viel mehr erzählen, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, reinzugehen. Bevor wir in die Gruppenprogrammierung gehen oder danach, entscheidet ihr, würde ich gerne über die Evaluation reden. Ihr könnt es auch ganz zum Schluss machen, wie ihr es wollt. Gibt es eine Meinung? Keine Meinung. Also sozusagen, dein Getter liefert leeren String. Okay, verstehe. Okay. Dann muss ich würfeln. Es gibt eine Math, es gibt eine Funktion in Java, die würfelt. Und ich habe gerade gewürfelt. Wir machen eine Gruppenprogrammierung. Wenn ihr genug Rechner dabei habt, und wer einen Rechner dabei hat, der ist sozusagen privilegiert, sich dann zu jemandem zu setzen, der keinen hat, dann könnt ihr über die Folien, so wie ich es tue, in die Codebeispiele gehen, in das Group Programming 1. Und was ihr machen könnt mit eurem Codeboard-Account ist, ihr könnt eure eigene Variante speichern. Na, also auch wenn ihr jetzt arbeitet, speichert, dann ist das eure. Das wird jetzt hier nicht sichtbar. Und wenn ihr dann in der Gruppe arbeitet, könnt ihr natürlich dem anderen dann auch nochmal das Ergebnis nochmal zuschicken, dass er das bei sich auch speichert, falls er das nachvollziehen will. Ziel dieser Gruppenarbeit wäre folgendes. Ich habe hier meine Musterlösung dieser Aufgabe Gymnasium, Hochschule und so hier reingeschrieben. Meine Variante funktioniert folgendermaßen, dass ihr es auch versteht. Es gibt eine Methode, die heißt Calculate, die erhält als Parameter einen Scanner. Und das, was sie liefert, ist ein String. Und das ist dieses ausgezeichnet, sehr gut, gut und so weiter. Das heißt, das Ergebnis dieser Methode hier ist ein String. Okay. Und was ich damit tue, ist, ich gebe diesen String aus und danach schließe ich den Scanner. Die Aufgabe ist ja, das ist alles, was ihr kennt. Das ist all die Fähigkeiten, die ihr braucht, um das zu verstehen, habt ihr. Und jetzt kommt, gegeben einer Musterlösung der Notenkalkulationsübung, siehe unten, erstelle eine Klasse, GradeCalculator,
die man aufrufen kann, statt eine Methode in der Main-Klasse aufzurufen. Das bedeutet, ihr ändert diesen Code hier ab, dass der, das Calculate, nicht hier unten ist, sondern in eine Klasse wandert. In einer neuen Klasse, die ihr erstellt, der Klasse gebt ihr eine Methode. Ne, Klassen können ja Methoden haben. Und dann ruft ihr sie von hier aus, von der Main auf, diese neue Klasse, die ihr geschrieben habt. Das ist erstmal Basic. Klasse erzeugen, Methode rein verschieben. Wie viel Zeit braucht ihr? In der Zwischenzeit habt ihr euch hoffentlich gefunden in Gruppen, während ich gelabert habe. 10 Minuten finde ich gut. Wenn ihr früher fertig seid, könnt ihr auch natürlich, dann legt los. Wenn Fragen da sind, die eurer Meinung nach allgemeiner Art sind, stellt sie allgemein. Okay, also folgendes, ich teile das nochmal. Wenn man eine neue Datei anlegen will, kann man sagen Project Add File, meine tolle neue Klasse. Denkt daran, Klassennamen fangen mit Großbuchstaben an und dann Punkt Java. Was ihr dann habt, ist eine Datei, die leer ist. Dort könnt ihr den Code der Klasse reinschreiben. Die muss dann aber bitte genauso heißen wie wie der Dateiname. Die Klasse darf jetzt nicht Paradies heißen, sondern muss meine neue tolle Klasse heißen. So, das war ja schwierig genug für den einen oder anderen. Das fand ich gut, weil das ist ja auch für mich ein bisschen eine Überprüfung, wie schnell geht sowas eigentlich. Wenn ich so Folien zeige, sitzt das oder was sind die tatsächlichen Probleme? Bevor ich jetzt einfach irgendwie eine Lösung hinklatsche, ich hatte gesehen, bei wem hat es jetzt mal funktioniert, dass ihr es von da aufruft, also tatsächlich aufruft, auch kompilieren und aufrufen bei euch und bei den anderen wart ihr so mittendrin. Ne? Bevor wir jetzt nur die Zeit, ihr könnt es ja gerne dann machen in euren Pausen und statt zu essen und zu schlafen, aber jetzt würde ich vorschlagen, dass wir es vielleicht gemeinsam machen. Was alle hingekriegt haben, ist eine Klasse anlegen. Ja, das heißt, ich habe gesagt, add file, die Klasse muss, der Dateiname muss so heißen, wie die Klasse heißen wird. Wenn wir es nicht machen, werden wir auch gleich sehen, was passiert. Public, class, das hier. Und alleine schon jetzt, wenn ich kompiliere, sollte es einen Fehler geben. Die Klasse GradeCalculator ist public, should be declared in a file named GradeCalculator. Das heißt, er sagt, bitte, dein Dateiname soll jetzt aber auch nicht anders sein. Wieso ist das Ganze so? Einfach, um sich nicht ins Knie zu schießen. Java will ja helfen. Java will eine unterstützende Sprache sein. Kompiliert das? Ja. So, Schritt 1. Was war Schritt 2 bei den meisten? Was habt ihr gemacht? Ja. Der Code fühlt sich nicht gut, wenn du ihn alt nennst. Der tolle Code. Was hast du damit gemacht? Okay, also ausschneiden und einfügen. Kompiliert das? Das kompiliert ja jetzt nicht mehr, weil die Methode nicht da ist, die ich hier aufrufe. Die Methode ist jetzt gewandert in eine Klasse rein und diese Klasse, die benutze ich noch gar nicht. Ein New, also wenn du sagen würdest, ein Objekt der Klasse erzeugen, dann würdest du voll im Slang sein. Wie erzeugen wir ein Objekt? New. New. Und dann, was kommt nach dem New? Ja. Der Name. Mach einen vollständigen deutschen Satz daraus. Der Name der Klasse. Im Namen der Rose. So, reicht das? Also das kompiliert immer noch nicht. Wir kommen auch gleich zu der Lösung, die ihr hattet. Ihr hattet ja eine andere. Wie geht's weiter? Ich habe jetzt ein Objekt erzeugt. Interessanterweise habe ich hier wirklich ein Objekt erzeugt. Das macht so hui und dann ist es weg.
Nee, einfacher eigentlich. Ich muss mir die vielleicht, um mit diesem Objekt arbeiten zu können, muss ich es speichern. In einer Variablen. Wir hatten es hier. Hier. Ja. Wir haben gesagt, new auto 4, aber wir haben es in einer Variablen gespeichert, genauso wie wir Integer, Doubles oder Arrays speichern, um damit weiterzuarbeiten. Was ich mit Speichern meine, ist, es quasi eine Variable daraus zu machen. Und dort verwenden wir den Namen unserer Klasse. Das liegt daran, dass wir ja einen neuen Typen definiert haben, den Java jetzt kennt. Der Great Calculator, den haben wir gerade erst erstellt, aber wir haben ihn Java verfügbar gemacht als neuen Typen. Die Variable kann heißen, wie ihr wollt. What next? Wie geht's weiter? Kompiliert das? Nein. Weil das Calculate existiert nicht. Zumindest nicht hier. Also ich kann nicht einfach Calculate aufrufen, weil es da drunter nicht mehr ist. Ja. Ich schreibe hier einfach x.calculate. Ne? Mit dem Punkt können wir auf die Innereien der Klasse, des Objekts zugreifen, wenn es uns zur Verfügung gestellt wird, wenn es public ist. Ja. Kompiliert das? Ja. Und ich will euch auch zeigen, was passiert, wenn ihr das private gemacht hättet. Static kommen wir gleich dazu. Wenn ihr private sagt, sagt ihr, ich kann zwar was ausrechnen, aber ich erlaube es niemandem in der Außenwelt, das zu tun. Ich habe hier voll krassen Code, der was berechnen kann, aber niemand von außen darf das aufrufen. Ja. Aha. Aha. Ja. Ja, das hatten auch die rechts von euch. Ja, da kommen wir jetzt dazu. Finde ich gut. Also, was ihr gemacht habt, dass ich erstmal wieder das wiederherstelle. Private habt ihr verstanden? Ich habe eine Methode, die generiert ein Bitcoin pro Sekunde. Aber niemand darf sie aufrufen. Seid ihr dabei? Alle da? Super. Also, was mir gesagt wurde, ist, wir hätten doch auch statt diese zwei Zeilen, habe ich oder hat jemand anders bei sich das hier getan. Also als Alternative, ne? nicht auch noch, das hier. Ja? Probieren wir mal beide Varianten durch. Probieren wir erstmal die erste durch. Das bedeutet kompiliert. Ja, run, welches Notensystem? Ich werde das jetzt nicht machen. Ja, welches Notensystem? Super. Also der fragt mich. Und welches Notensystem? Die Frage wird gestellt hier in diesem Calculate. Das heißt, wir waren in der Lage, von dieser Main-Methode darauf zuzugreifen. Indem wir auf der Variable, die wir definiert haben, das ist die Referenz auf das Objekt, das heißt, hier steckt das Objekt drin, war früher mal, also wir haben ja Integer, String und mit denen können wir auch arbeiten, zum Beispiel String.length. Erinnert ihr euch, wie ihr die Länge eines Strings, da habt ihr gesagt, Variablenname, der Typ, wenn es ein String ist, könnt ihr Length aufrufen. Oder von einem Scanner könnt ihr NextLine aufrufen. Ne? Hier ist es einfach eure eigene Klasse in der Variable x und ihr habt eine eigene Methode Calculate. Okay. Andere Variante, die auch anscheinend funktioniert, kompiliert das? Ja. Tut es das? Ja. Huh. Bitte. Genau. Also, was wir gemacht haben, und da habe ich euch auch gar nicht gesagt, nehmt das weg oder so, wir haben ja das Static da gelassen. Was bedeutet Static für Attribute erstmal? Haben wir ja schon mal gehabt. Wer wiederholt das? Du sagst es mir. Für alle Objekte, versuche einen kompletten deutschen Satz zu formulieren,
für alle Objekte, die aus der Klasse erzeugt, ich will dich gar nicht ärgern, ich glaube, es hilft einfach, diese Sätze zu vervollständigen, weil man alle Wörter, die wichtig sind, in Beziehung zueinander setzt. Alle Objekte, die auf Basis der Klasse erzeugt werden, haben quasi nur dieses eine Attribut. Und jetzt haben wir es auf einer Methode gemacht, das heißt, die Methode existiert unabhängig von Objekten. Der Nachteil dieser Methode ist, dass es auch auf die Werte, die im Objekt nicht static sind, gar nicht zugreifen kann. Jetzt müsst ihr mit mir gehen. Wenn eine Methode statisch ist, ist sie für alle Objekte gleich. Damit kann sie natürlich nicht auf die Geschwindigkeit eines speziellen Autos zugreifen, weil sie ist gar nicht in einem Objekt, sie ist oben quasi in der Klasse geblieben. Die hat gar keinen Zugriff, die sieht nicht irgendwelche nicht statischen Werte. Man würde in der Regel, und jetzt kommt für sie so eine Binsenweisheit, macht so viel wie möglich private, macht so viel wie möglich non-static. Also lasst das static weg. Macht das immer nur, wenn es sein muss. Macht alles final, alles private und alles non-static. Also paranoid, nichts nach außen zeigen, nicht für alle Objekte irgendwas gemeinsam machen, ja, und möglichst alles unveränderlich haben. Wenn ihr es übertreibt, seid ihr ein Einzelgänger, der mit 70 zu Hause aus dem Fenster guckt und beobachtet, wie die Leute auf der Straße rumlaufen, niemanden reinlässt, keine Freunde hat, ja, sollte auch nicht tun. Also euer Code sollte nicht ein alter Rentner werden, aber ihr solltet bewusst die Dinge zulassen, die ihr zulassen wollt, und das kann man immer, wenn man erstmal sicher anfängt und dann sich bewusst öffnet. Ja, man will ja nicht mit jedem befreundet sein. Deswegen würde ich das Static hier wegnehmen. Wenn ich das Private hier ranmache, was ja meiner Regel entspricht, dann mache ich mich zum Rentner, alten Rentner, weil ich gar nicht mal erlaube, dass die Methode aufgerufen wird. Das ist also zu viel. Okay. Auch wenn es falsch ist. Ja. Ja, bitte. Gerne. Zeilennummer, entschuldige. Ja. Hier new schreiben. Ja. Ist die Kurzschreibweise für das da? Also nur nochmal, was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben ein Objekt erzeugt und es nicht in einer Variablen gespeichert, sondern direkt eine Methode aufgerufen. Das geht auch. Das ist eine Kurzschreibweise. Der Nachteil hier ist, du kannst nicht noch eine Sache aufrufen, weil du hast dir nicht das gemerkt. Also du hast dir nicht wie hier das X gemerkt, weil ich kann ja jetzt Folgendes tun. Ich kann ja in dieser Variante quasi zweimal hier durchgehen. Ich kann, nachdem einmal das Ganze abgelaufen ist, kann ich wieder das Calculate aufrufen, wenn ich möchte. Ne? Zwei Dinge. In der anderen Variante, die du hattest, die Kurzschreibweise, ist, du hast ein neues Objekt erzeugt und hast auf dem Objekt eine Methode, aber noch einmal kannst du. Ja, gut. Ja. Ja. Achso, ja. Es ist nicht falsch. Es funktioniert. Und man kann die Variante hier aufrufen. So. Ja, jetzt nicht so. Das funktioniert und das führt auch zum Ergebnis. In diesem konkreten Beispiel ist daran nichts falsch. Wir wollen aber Konzepte lernen. Und eine Methode statisch zu machen, heißt per se, sie für alle Objekte gleich zu machen. Also, was ich damit sagen will, ist, sie eigentlich von dem Objekt rauszulösen. Sie ist unabhängig von dem jeweiligen Auto, für alle Autos gleich. Und hat auch keinen Zugriff auf die veränderlichen Werte von den einzelnen Autos, weil sie ist static, sie ist sozusagen global, sie ist so auf einem hohen Ross, sie ist im Elfenbeinturm, diese Methode, und kann nicht bei den Autos sozusagen Werte verändern. Das geht nicht. Genau. Also wir können noch Beispiele machen mit Auto. Also, für diese Übung wäre es komplett richtig gewesen, es zu tun. Ihr habt quasi die Aufgabe gelöst. Jetzt kommen wir aber dazu, Empfehlungen meinerseits, was so im Alltag wichtig ist. Macht möglichst viel non-static, private und final. Und wenn es dann sein muss, macht es public, ja, wie ich hier.
weil ich will ja auf die Methode zugreifen und so weiter. So, und diese Variante, die funktioniert auch. Okay. Ja. Das wäre jetzt der Anfang von unserem Grade Calculator und wir könnten natürlich weitere Methoden und Attribute hinzufügen. Alles, was zu so einem Grade Calculator passt, könnten wir hier reintun. Ihr habt jetzt auch Folgendes gemerkt, ne? Wir haben ja gar nicht gesagt, Klassen haben ja noch einen Effekt. Unsere Datei wird nicht mehr so gigantisch groß, wie sie in manchen Aufgaben wurde. Weil wir jetzt in der Lage sind, für Teile, die zusammengehören, eine Klasse zu definieren, eine neue Datei zu machen und bestimmte Methoden, wenn wir sie denn schön geschnitten haben, da rein zu verschieben und aus der Main aufzurufen, wie wir es gerade gemacht haben. Das heißt, man kann so ein bisschen seinen Code fragmentieren. Alleine schon das ist ein Riesenvorteil, wenn man dann irgendwann 4, 5 Millionen Zeilen Code hat und 300.000 Dateien. Ja. Die, ja, also du hast die Frage gestellt, das Konzept des Importierens hatten wir noch nicht. Also wir hatten noch nicht Pakete und Imports. Ich werde auch jetzt nicht groß davon erzählen. Die Idee ist die, man kann sogar Ordnerstrukturen in Java definieren und Klassen dann nochmal in Ordner reinstecken, damit man noch mehr strukturiert, weil so eine flache Struktur, ja, stellt euch vor, ihr hättet im Dateisystem auf eurem Windows oder Mac nur einen, alle Dateien müssten untereinander sein, ist auch nicht schön, irgendwann ist das auch nervig. Also es gibt auch die Möglichkeit, das in weitere Ordner zu verschieben, die in Java Pakete heißen. Und Pakete haben auch sozusagen die Eigenschaft, dass sie Klassen in sich verstecken können. Klassen können nur im Paket sichtbar sein, also in dem Ordner. Und dann kann man Pakete importieren, wenn man und so weiter. Aber dazu kommen wir. Hier ist es einfach so, wir sind, alle Klassen sind im Default-Package, den ich nicht definieren muss. Um deine Frage zu beantworten, es gibt ein Default-Package und das ist, wenn du gar nichts machst auf der obersten Ebene. Dann musst du auch mit dem Thema Pakete nichts zu tun haben. Wir kommen aber zu Paketen schrittweise. So. Wir müssen jetzt gar nicht uns vertiefen in diese Übung, weil wir dann nochmal jetzt noch eine machen können, je nach Zeit. Die ist ein bisschen anders geartet. Hier geht es nicht darum, irgendwas zu verschieben. Übrigens, das Verschieben oder Restrukturieren vom Code, ohne dass es sein Verhalten ändert. Wir haben ja gerade Folgendes gemacht. Wir haben unseren Code restrukturiert, eine neue Klasse angelegt, eine Methode genommen, sie reingeschoben und an der Stelle, wo vorher die Methode war, das Objekt instanziert und die Methode aufgerufen. Ehrlich gesagt, macht das Ding dasselbe wie vorher. Es ist weder schneller noch langsamer, noch interessiert es Java, dass ihr das gemacht habt. Es ist nur strukturierter zum Lesen und zum Weiterverändern. Und da spricht man vom sogenannten Refactoring. Ja, in Java, nicht nur in Java, sondern man sagt, ich refaktorisiere meinen Code. Ich stelle es so um, dass es lesbarer wird oder dass es mehr Sinn macht oder so weiter. Und das ist eine Tätigkeit, die Entwickler häufig machen müssen. Ihr entwickelt an einem Stück Code 2 Wochen. Und dann hat es eine bestimmte Struktur, die gefällt euch nicht mehr. Und ihr werdet anfangen, es umzustrukturieren. Komm, ich mache daraus eine Klasse. Das verschiebe ich hier hin. Das will ich umbenennen und so. Und häufig ist das einfach eine Sache, die man nach einer Weile, manchmal sogar mehrfach am Tag, einfach machen will, um so ein bisschen die Struktur sauber zu halten, schön zu halten. Ja? Wer malt zum Beispiel, weiß, wovon ich rede. Oder wer handwerklich tätig ist, wer kocht. Ja? Man würde nie auf die Idee kommen, beim Kochen, nach dem Kochen, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen. Das ist die schlechteste Idee, die ein Koch haben kann. Ihr macht immer zwischendurch. Ja? Immer wenn ihr irgendwas gemacht habt und so eine Wartezeit da ist, räumt ihr mal ein paar Sachen weg, schiebt es da weg oder macht Müll weg. Ihr habt ja zwischendurch, reorganisiert ihr euch euren Arbeitsplatz, weil wenn ihr einfach durchgehend kocht, dann endet das in einem gigantischen Chaos, wo noch die Schüssel von dem Salat neben dem gegrillten Fleisch und so weiter. Also ihr würdet immer kochen und Wartezeiten oder ähnliche dafür verwenden, aufzuräumen, zu restrukturieren, ein bisschen die Platte zu wischen und so weiter und euch für den nächsten Schritt vorzubereiten. Und das macht man im Source Code, im Programmieren sehr häufig. Man entwickelt,
kommt zu einem Punkt, da hält man dann an, Kaffee, Tee, was auch immer, und dann ändert man so ein bisschen und refaktorisiert und macht wieder weiter. Wenn man das nicht macht, nicht so schön. Cool. Meint ihr, ihr kriegt in denselben Teams auch die nächste Aufgabe hin? Übrigens, die Aufgabe, die ist geglaubt. Ist nicht von mir. Und hier könnt ihr auch noch weiterlesen. Ihr müsst ja alle nicht studieren, um programmieren zu können, wie ihr wisst. Im Internet steht auch alles. Also wenn ihr das Ding hier durchlest, wisst ihr so viel wie ich. Das ist eigentlich ganz cool. Wieso ich es gemacht habe, ist, weil der eine oder andere ja vielleicht einfach, weil ich es zu langsam mache oder keine Ahnung. Könnt euch alle Konzepte hier durchlesen, die man so braucht für Objekte und Klassen und ähnliches. Kleiner Hinweis für die, die sich eventuell langweilen, weiß ich nicht. Aber ihr könnt doch bitte anfangen, das hier zu machen. Die Aufgabe habe ich sehr imperativ präsentiert und niedergeschrieben. Ich habe gesagt, tu dies, tu das. Schreib einen Konstruktor, der das kann und das kann. Das wird euch natürlich im Alltag so nie passieren, dass der Auftraggeber kommt und sagt, ich hätte gerne eine Klasse, die soll einen Konstruktor haben. Also hört ihr es ja nicht. Also so wird es ja niemand sagen, sondern ihr sollt ein Problem lösen. Jetzt ist es die Zeit zu üben. Ich sage euch, was zu tun ist und ihr versucht es abzuarbeiten. Aber irgendwann in Zukunft sage ich nur noch, okay, schreibt ein Programm, welches, weiß ich nicht, bei eurem Basketballspiel die Mannschaftsauslosungen macht, wer gegen wen spielt und dann quasi die Tabelle aufbaut und dann die Finals macht und den Gewinner kürt und so weiter. Hätte ich gerne zu morgen. Ja? So wird häufigerweise das gesagt. Okay, cool. Wieder 10 Minuten? Für Circle. Was ich euch nicht verraten habe, ist hier den Radius. Was ich gesehen habe, was gut geklappt hat, ist, dass ihr Circle, ihr habt Dateien erzeugt. Ich habe auch nicht gesehen, dass irgendjemand letztlich ein Problem hatte, so weit zu gehen. Ich hatte gesehen, dass jemand hier Kleinbuchstaben verwendet hat. Das ist hier sozusagen sensibel, es muss groß sein, kompiliert. Ja. Wie geht's weiter? Zwei private Instanzvariablen. Wer kann mir diktieren, was ich sagen soll? Ich kann es auch mal kopieren. Dann müssen wir nicht immer hin und her springen. So. Ab geht's. Ja. Private Double Radius 1.0. Ne? Muss man, denk an den, du hattest ein Komma drin, das würde gar nicht kompilieren. Vielleicht liegt es auch an dem Komma. Und? Okay, so. Entschuldigung. Die Klasse soll zwei überladene Konstruktoren haben. Einen Default-Konstruktor ohne Argumente. Wie schreibe ich einen Default-Konstruktor? Habt ihr doch alles vor euch, Lieben. Public. Auto. Okay. Wie eine Methode. Und dann so. Das ist erstmal nur ein Default-Konstruktor. Wieso will ich den? Ich wollte, dass ihr einen schreibt. Es gibt gerade keinen Grund, den zu schreiben. Okay. Dann soll es noch einen Konstruktor geben, welches ein Argument vom Typ Double für den Radius entgegennimmt. Geht wieder? Komma musste weg. So, wie geht's weiter? Also die Gruppenarbeit ist dafür da, dass ihr euch dann sicher fühlt und einfach rausposaunen könnt, als hättet ihr es gerade erraten. Double. Okay. So, jetzt wäre ich ja eigentlich fertig mit dem Konstruktor. Ich habe die Aufgabe erfüllt. Aber der Sinn und Zweck dieses Konstruktors ist aber, wie ihr hoffentlich einsehen werdet, dass ich demjenigen, der mich aufruft und den Konstruktor verwendet und mir einen Radius gibt, dass er nicht den Standardradius verwenden möchte. Er möchte mir den Radius geben, mit dem mein Kreis funktionieren soll. Was muss ich also hier tun? Ja? Radius
ist gleich R. Gucken wir, ob das kompiliert. Ja, jetzt komme ich aber auf die blöde Idee, das hier zu machen. Was passiert jetzt? Kompiliert. Aber es tut nichts, weil Radius gleich Radius, das ist dieselbe Variable. Wenn ihr auf das Attribut zugreifen wollt, welches im Objekt drin ist, was müsst ihr schreiben davor? Genau, steht in den Folien. Dann funktioniert es. Ja, das ist quasi der kleine feine Unterschied. Dieses eine Radius ist der Parameter. Es bleibt auch der Parameter. Das hier ist das Attribut des Objekts, welches erzeugt wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, aus der Klasse werden ja Objekte erzeugt. Und das Objekt, was gerade am Konstruieren ist, das hat ein Attribut. Und dieser Radius ist natürlich anders als alle Radien von allen anderen Objekten. Und das könnt ihr ändern. Da gab es eine Frage. Nein. Okay, weiter geht's. Es soll eine Methode geben, die getRadius heißt. Mach sie mal public. Was soll sie zurückgeben? Den Radius. Was ist der Radius in seiner Eigenschaft? Ein String oder ein Double? Und getRadius. Wie berechnet man den Radius? Durchmesser durch 2. Ich glaube, wir brauchen Pi, oder? Für Radius brauchen wir gar nichts, weil der Radius ist ein Attribut von uns. Den haben wir. Den müssen wir nicht berechnen, sondern den sollen wir nur rausgeben. Also was müssen wir schreiben? Return und dann Radius. Also wer hier sozusagen pedantisch sein will, das ist unnötig, weil hier gibt es keinen Parameter, der Radius heißt. Man kann das davor schreiben. Ist nur Lebenszeitverbrauch. Und dann noch getArea. Jetzt kommt die Formel. Flächenberechnung ist? Ja. Radius mal das Pi-Zeichen ist nicht bekannt, nein. Aber man könnte natürlich hier sagen, ich definiere eine Konstante. Die gibt es nicht, das wird nicht kompilieren. So, Kennard, keine Ahnung, was du mit Pi meinst. Wie würde ich hier Pi definieren? Wer hat einen Tipp für mich? Ja. Mit Final. Und was noch? Von welchem Datentyp? Ja, Double, gut. Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Noch mehr Tipps für Modifier? Private oder Public? Private ist immer erstmal eine gute Antwort. Da macht man nie mit falsch. In diesem Fall könnte man sogar darüber diskutieren, ob man, wenn man 5 verschiedene Klassen hätte, sowas wie ein Oval und einen Kreis, ob man wirklich in allen 5 Pi mehrfach definieren will und man könnte es auch public machen, aber private ist immer die richtige Antwort. Jetzt noch ein Modifier, es gibt nur noch einen, ob wir den brauchen oder nicht, static. Static könnte man machen, wieso? Ja, es gibt nämlich keinen Grund, dass Pi für ein Objekt anders ist als für ein anderes und es ist auch nicht änderbar, kann man auch gleich statisch machen. So, kompiliert das. Jawohl. So, die Circle-Klasse, da sollen wir 2 Instanzen davon erzeugen und dann uns die Fläche einmal ausrechnen lassen mit dem Standardkonstruktor und einmal mit 2. Wie rufen wir denn in dieser Main jetzt Circle auf? Wie erzeugen wir eine Instanz einer Klasse? Ja. Circle. C1, habe ich mir gerade ausgedacht. New Circle. Das ist der Standardkonstruktor. Der tut bei uns nicht viel. Und wie kann ich jetzt von C1 mir die Fläche berechnen lassen? Okay, dann meinetwegen noch einen Circle. Der sollte 2.0 haben. Und wie kann ich mir jetzt von C1 die Fläche berechnen lassen? Jetzt mal jemand anders. Wie rufe ich die Methode einer Klasse auf? Die Klasse Circle
hat eine Methode getArea und getRadius. Ich möchte getArea aufrufen in einem anderen, also von außen. Ne? Ich habe hier Circle 1C1, ich habe einen Circle mit Radius 2, C2. Wie kann ich jetzt bei C1 mir getArea aufrufen? Einfach reinschreiben. New getArea getArea ist erstmal eine Methode, keine Klasse. Das heißt, new verwenden wir für Klassen. GetArea ist schon mal eine gute Idee. Da fehlt uns noch der Punkt dazwischen. Dann mit einem Punkt rufen wir Methoden auf. Was ist der Rückgabewert von GetArea? Ein Double. Ne, da könnten wir schreiben, so, Area 1. Und das können wir jetzt wird es langweilig. So, funktioniert das? Welches Notensystem? Ich glaube, das Ding ruft was Falsches auf. So. Ja, ist richtig, weil Radius 1 ist. 1 mal 1 mal Pi. Das ist hier, weil wir hier nichts definiert haben, ist standardmäßig der Radius 1 und die Formel sagt 1 mal 1 mal Pi ist Pi. Und wie kann ich jetzt von dem zweiten Kreis mir die Fläche berechnen lassen? Genau so mit C2 und Area 2 und so weiter. Und das ist ein anderer Wert. Wunderbar. Hat geklappt. Da gab es jetzt viele Entscheidungen, die man hätte anders treffen können. Was mache ich static? Was mache ich nicht static? Was mache ich public? Aber das ist halt so in der Programmierung. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Wir haben jetzt die eine gemacht. Man hätte vieles anders machen können. Ja. Ja, also wenn ich Final wegnehmen würde, dann könnte jedes Objekt hat Zugriff auf diese statische Variable. Und jemand könnte Pi verändern und damit in meinem Universum für Chaos sorgen. Das wäre jetzt der Grund hier in diesem speziellen Fall für ein Final. Diese Schreibweise hier ist üblicherweise dieser für Konstanten. Und die schreiben man in der Regel auch mit Großbuchstaben, das ist die Ausnahme, die hat auch keiner gerade kritisiert, weil ich hatte gesagt, Attribute schreiben wir klein, wenn die wirklich konstant, konstant, oberkonstant, megakonstant sind, alle Großbuchstaben, sollte das Wort aus zwei Dingen bestehen, machen wir einen Unterstrich. Also wenn es normalerweise heißt Pi-Fu, ja, wenn ich es klein schreibe, ändere ich die Schreibweise in Java und mache Pi-Fu. Das ist die Konvention für Konstanten. Okay, ich glaube, wir sind durch. War mal ein bisschen anders heute. Evaluation können wir auch wann anders besprechen. Ich hoffe, es hat gemundet, dass es mal anders war, dass ihr mal ein bisschen interagieren konntet. Für alle die sich jetzt überholt fühlen oder nicht wissen und so, Codeboard kann jederzeit meine Version wieder laden, wenn ihr reingeht. Nicht load my, also wenn ihr speichert, ist es eure Version. Aber ihr könnt immer sagen, load original version und nochmal von vorne anfangen. Und wenn ihr es dann habt, wieder original new version und wieder von vorne. Bis ihr Klassen erzeugen könnt, Attribute, Methoden, könnt ihr machen. Das dauert eine Viertelstunde, Flexing 20 Minuten und ihr habt das für die nächsten Male ganz gut drauf. Wenn ihr wollt. Ja? Ein bisschen Übung, könnt ihr machen. Vielen Dank, das hat mir Spaß gemacht heute. Schönes Wochenende.